Das muss alles gut. Ja? Jo. Hoch. Frau Hoffing. Ach so. Was gibt's da an Dünnchen? Spielt sie. Ja, doch. Geht auch, ne? Man kann da rein gehen. Aber er sagt ja, er wurde vom Auto angefahren. Was meint er mit dem Auto? Ja, mit sich, wenn er kommt, wo wir bleiben. Ja, wenn er seinem Auto. Ach, war dein Bruder. Ja, er sagt, er wurde. Frühstück und Abendbrot gibt es bei uns auch. Frühstück essen wir zusammen mit den Klienten. Armbrot wird geschmiert, das nehmen sie sich mit nach Hause. Kaffee können sie hier trinken, Tee kochen wir, den gibt es auch umsonst. Ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit, bei uns im Haus von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr jemanden hier als Ansprechpartner zu finden, wenn Sie denn in Wismar sesshaft werden wollen. Hm? Ist das auch so gedacht für Sie, in Wismar sich eine Wohnung zu suchen? Wenn es möglich ist, ja. Ne? Hm? Das ist ja der nächste Punkt eigentlich, den Sie, wenn Sie Ravensruh verlassen, Sie müssen ja gucken, wo Sie denn eine Unterbringung haben. Ne? Ja. So, und dann ist entweder die Möglichkeit, dass Sie eine Wohnung über das Wohnungsamt suchen, dass man sie von Ravensruh aus schon ein bisschen begleitet, nicht, dass sie näher dastehen und nichts haben. Mhm. Und dann haben sie aber auch die Möglichkeit, am Tage hier zu uns in die Einrichtung zu kommen. Dann kommen Sie mal mit, geradeaus zu. Das ist die Waschmaschine, da oben ist der Trockner. Ganz genau. Und wie gesagt, wir helfen dann bloß ein bisschen, dass wir gucken, dass die Wäsche ordnungsgemäß dann auch von Ihnen eingeräumt wird. Ja. Und Sie brauchen die Maschine natürlich nicht betätigen, das machen wir. Aber dass Sie einfach so wissen, waschen, trocknen und am Abend kann ich dann alles wieder mitnehmen. Ja. Ne? Mhm. Wie gesagt, viele haben da keine Möglichkeit zu duschen, also die ist dann auch bei uns hier rausgegeben. Ne? Mhm. Schön. Das haben wir nicht auf, aber. Mach mich aus! Wer hat die ganze. Ich glaube, sie gewinnt. Profi, kann sich da heimlich trainiert? Heimlich trainiert, ha? Ja, wir haben auch ja, deswegen ja. Ich kann überweiter.
Das machen wir genau. Na, Herr Anders. Jetzt bin ich jetzt ab und zu auch mal wärm, ne? Jetzt haben wir sie durcheinander gebracht. Hier, gemacht, siehst ne? du was? Kumpel, ne? Haben Sie das auch noch dazu? Ja. Billard? Ja. Haben Sie auch, ja. So. Ja. Ne? Also melden tue ich mir auf alle Fälle. Das sage ich jetzt schon mal jo, zu. Alles klar. Dann schönen Tag wünsche ich noch. Schönen Tag jetzt. Ich wünsche Ihnen auch einen guten Rutsch noch. Ja. Danke. Tschüss. 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 Können wir antworten. Nee, das geht mir alles auf den Nerv. Ich hab nur gebrüllt und dann... Hallo. Ich muss doch mal ganz ehrlich sagen. Herr Frau Masko. Guten Tag. Es keiner geht keinem auf den Nerv. Ich komme hier nicht weg aus der Ecke. Sind Sie so, ne? Ja. Ja. Mach ich. Ja, gut. Das geht schon. Mach ich, ja. Tschüss. Ja, ich bin gleich da. Bewertungsrechnung, Margot. Aber genau, das kannst du essen. Also doch nicht. Von Himmel zu. Ich geh nach Hause. Tschüss. Jo, tschüss. Bis morgen. Jo. Das sieht schon gut aus. Was soll der Quatsch denn hier? Jetzt zählt jetzt nicht. Wieso? Ja. Wer bin geklopft? Hätte es noch mehr gehabt. Ja, wie denn? 16, 20, ey. 25, 25, 30, 48, 54, 3, 71, das geht doch wohl noch, ne? Das weiß ich nicht warum. Das ist gut. Das geht normalerweise, oder? Mein Gewinn? 101. Noch Klaus? 19. 19. Ja, dann hast du ja schon 95, ne? Gunnar? 14. 15. Manuel? 10. Peter? Träumle im Quatsch. Da halt bin ich. Tut mich ja nur leid. Oh, nein, brauch die. Ich brauch die auch mal drin. Mein Name ist Wer Lothar. Ich bin schon seit ein paar Jahren arbeitslos. Und bin hier als nasser Alkoholiker in die Knie gekommen. Und bin hier in der Gemeinschaft. Und habe hier in der Gemeinschaft auch meine Lebensgefährten kennengelernt. Die steht da, Gunnar. Und bin jetzt, habe ich jetzt zwar noch keine Arbeit, aber ich bin so glücklich. Darum bin ich hier. Gunnar, komm mal. Komm mal. Ja. Das ist die Frau, die ich kennengelernt. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich trocken geworden bin. Das hätte ich jetzt noch nicht kennengelernt. Schön.
Das ist so trocken, da kriegen wir doch kein Dreck mit weg. Mit diesen Trocknern.